Herzlich willkommen im Dolomitenstadt-Studio zu einem weiteren Interview vor der Gemeinderatswahl 2022. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen mittlerweile schon 7 Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von Listen vorgestellt, die sich gerne Mandate im Gemeinderat von Lienz erobern würden. Einige dieser Kandidaten hätten auch gern am Platz auf einem Sessel, der schon besetzt ist, und zwar von der amtierenden Bürgermeisterin Elisabeth Planig, die ich heute bei uns sehr herzlich begrüße. Servus Elisabeth, ich freue mich, dass du da bist. Danke Gerhard, ich freue mich auch. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Es geht mächtig zur Sache. Trotzdem entsteht manchmal der Eindruck, dass die SPÖ die Handbremse noch nicht ganz gelöst hat. Stimmt es oder kommt da noch was? Oder seid ihr ein bisschen verhalten unterwegs? Also ich glaube, wir sind nicht verhalten unterwegs, aber der Eindruck ist schon, dass sehr, sehr viele Ideen jetzt im Raum schweben. Und ich halte es, oder wir halten es eigentlich immer so, wir haben eine konsequente Linie. Ich denke, wir haben sehr viel vorzuweisen, was wir in den letzten Jahren bewegt haben in der Stadt Niederlahn. Wir haben über 90% einstimmige Beschlüsse. Also ich glaube, wir haben ganz gut gemeinsam gearbeitet. Und ich glaube, unser Wahlkampf ist auch genau so, wie wir arbeiten. Klar, sozusagen faktenbasiert und mit einem klaren Fokus, was wir weiter bewegen wollen, natürlich auch. Und ich glaube, das müssen wir auch sozusagen mit aufzeigen, was haben wir bisher gemacht. Ich denke, das ist auch wichtig für die Wählerinnen und Wähler. Und ja, das entspricht wahrscheinlich schon eher unserem Naturell, unserer Art, Politik zu machen. Mhm. Die hat relativ wenig mit Aufgeregtheit und lauten Tönen zu tun. Ja. Es liegt natürlich in der Natur der Sache und wahrscheinlich laufen alle Wahlkämpfe weltweit ähnlich ab. Die Herausforderer schießen aus allen Rohren, versprechen sehr viel, was sie alles machen würden, wenn sie dann endlich mal ans Ruder kommen, und die Titelverteidiger neigen dann dazu, natürlich zu sagen, ja, aber schaut mal her, was wir alles gemacht haben. Jetzt gibt es auf der Facebook-Seite der Bezirks-SPÖ auch ein bisschen so eine Auflistung von so Vorher-Nachher-Projekten. Als da wären nur auszugsweise das Mobilitätszentrum, der Campus ist dort zu sehen, die Zwergergasse ist zu sehen, auch dieser Raiffeisensteg über die Drau zum Beispiel. Und jetzt könnte man mit bösen Zungen behaupten, ja, aber alles das wäre auch ohne Bürgermeisterin Elisabeth Planig an der Spitze entstanden, weil das eh so Projekte sind, die alle schon in der Spur waren, oder von einem Hochwasser weggerissener Steg wäre auch ohne die SPÖ und die Bürgermeisterin wieder in frischem Glanz erstanden. Was antwortest du da also jetzt konkret auf die Frage, was sozusagen ist dein Leistungsaspekt in dem Ganzen? Also der Steg wäre wahrscheinlich wirklich entstanden. Mhm. Die Frage wäre, ob er in dem Kostenrahmen entstanden wäre, mhm, weil auf den Steg bin ich schon insofern stolz, weil wir da also unglaubliche Geldmittel abgeholt haben aus alle Töpfe. Und das Mobilitätszentrum ist für mich ein Beispiel. Also das glaube ich nicht, dass das ohne Bürgermeisterin Elisabeth Planig in der Art und Weise entstanden wäre. Vielleicht nur, es war unter Helga Machnet, hat man einmal versucht, am Bahnhof ein paar Sachen zu machen, auch mit den Lebensmitteln, und das ist dann alles wieder eingeschlafen. Während Bürgermeister Hiebler hat man das überhaupt nicht mehr angegriffen. Und das sind schon Geschichten, also die haben 2011 begonnen und hat natürlich damals auch damit zu tun gehabt, dass die SPÖ auf Bundesebene in der Regierung war. Also so oft wie ich in dem Ministerium war, natürlich mit alle Kontakte. Das wage zu bezweifeln, dass das ohne Bürgermeisterin Planig so passiert wäre. Und was ich auch sagen muss, ist, es seien ja ganz viele Sachen tatsächlich, ob das ist Dolomitenbad oder die Innenstadtbelebung war, da waren ganz viele Dinge als Vizebürgermeisterin, Schwimper zum Beispiel, Schule Nord, da waren fertige Ausschreibungen, die dann wieder verschwunden seien. Und ich glaube, das hat schon was, nehme ich ja an, mit meiner Profession zu tun. Ich bin es gewohnt, Projekte abzuwickeln. Ich bin es gewohnt, Projekte stringent und klar in einem Projektmanagement abzuwickeln.
Und das heft ich mir schon auf die Fahnen, dass dieses Projektmanagement in der Stadt mit mir Fahrt aufgenommen hat. Und das, glaube ich, haben wir auch bewiesen. Jetzt natürlich auch als Gemeinderat, weil all diese Projekte sind bis jetzt in die letzten Wahlkampfphasen auch gemeinsam erarbeitet worden, in die Gremien, in die Ausschüsse, dann auch zum Großteil einstimmig abgeschlossen worden. Mit der Verwaltung, aber gerade in der Verwaltung war es schon eine Herausforderung, sozusagen dieses Projektmanagement in der Größe aufzubauen und auch voranzutreiben. Jeder, der Verwaltung kennt, weiß, dass das schon eine Herausforderung ist. Jetzt muss man natürlich sagen, der Großteil des Beamtenapparats ist sozusagen auch schon ewig im Amt und natürlich sehr routiniert. Ich versuche es nur ein bisschen zu relativieren. Die ÖBB hat alle Bahnhöfe saniert, natürlich in den letzten Jahren und halt nicht schon vor 20 Jahren. Lienz musste barrierefrei irgendwann gemacht werden. Das Gros der Mittel, die nicht von der ÖBB kommen, kommt vom Land. Das auch sehr engagiert war. Auch der Bahnhof in Siljan ist neu und wird jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt dem amtierenden Bürgermeister Mitterecker zugeschrieben. Wenngleich natürlich lokale Planungsbedürfnisse einfließen. Campus wäre noch so ein Beispiel auf der Webseite. Es ist wohl auch ein stark gemeinschaftlich und mit dem Land realisiertes Projekt. Also würdest du sagen, hätte wer anderer regiert, wäre das alles nicht entstanden? Also beim Mobilitätszentrum traue ich mir das zu sagen, sicher nicht in der Art. Und also das muss man schon auch sagen, das Mobilitätszentrum in Lienz, das waren zwei Lifte. Genau das hätte die ÖBB gemacht. Das darf ich auch sagen, dass einzelne Gemeinderäte, die bei uns mit dabei waren, da kann ich auch den Gemeinderat Hanser nennen, die waren natürlich auch sehr stark involviert in die gesamte Streckenführung, ob das jetzt ab Waltersbach, Siljan war. Also da haben wir schon eine sehr, sehr stark treibende Kraft. Beim Campus darf ich schon daran erinnern, also ich bin seit 2003 Abgeordnete und seit 2003 ist ein ganz großes Thema die Dezentralisierung, auch die Dezentralisierung der Bildung. Und da kann ich jetzt einfach nicht sagen, dass das keinen Einfluss gehabt hat, dass ich mich dafür eingesetzt habe, weil dann würde ich mich als Abgeordnete und insgesamt den gesamten Tiroler Landtag hinterfragen. Aber natürlich, ich glaube, das ist ja die Kunst, sozusagen gemeinsam mit allen Playern, ob Bund, Land und den einzelnen Beteiligten im Umfeld von verschiedenen Projekten eine gute Kommunikation und eine gemeinsame Projektarbeit aufzusetzen. Und das stimmt, wir haben eine super Verwaltung, aber wir haben zum Beispiel am Anfang auch diese Projektmanagement-Schulungen aufgesetzt in der Verwaltung, um da einzelne Personen aufzuschulen, wie führt man in so einem großen Apparat, das sind 270 Mitarbeiter, das wirklich ganz klar bis in die letzte Einheit und dass die ja alle zusammenspielen. Daran kann man sehr schön ein weiteres Thema anschließen, das jetzt im Wahlkampf fast ein bisschen überraschend aufgepoppt ist, nämlich das Thema Schulen. Beginnend mit dem Vorstoß von Franz Theuerl, der am liebsten das Nordschulprojekt noch einmal knicken und verlagern würde, fortgeführt von der ÖVP, die Südschule sozusagen, die zwei Südschulen auseinanderstellen und erweitern möchte. Bis hin zu den NEOS, die schlagen vor, überhaupt alle Schulen in ein gemeinsames, großes Schulzentrum zusammenzufassen, wo alle Synergien dann irgendwie an einem Ort sind. Meine Frage, was wären jetzt in die Zukunft gedacht deine Pläne oder auch Visionen für den an sich ja sehr gut funktionierenden Schulstandort Lienz? Wo kann da die Reise hingehen? Vielleicht zur Nordschule möchte ich vorher noch was sagen. Also wir haben ja in den Ausschüssen, da hat es sogar einen eigenen Ausschuss gegeben einmal für die Schule, alle die Standorte, die jetzt wieder thematisiert werden von einer Person, also wirklich bis ins Detail untersucht. Also wir haben das Konviktareal, wir haben da die Kubaturen versucht mit der Nordschule, die 470 Schüler in die untersten, also von der Volksschule bis zum Polytechnikum, also eine breite Palette. Wie wäre es, wenn wir das ins Konviktareal setzen? Da sind wir draufgekommen, das seien zu viele Schüler. Dann haben wir mal überlegt, jeder, der aufgepasst hat, zum Beispiel Polytechnikum, dann in den Campus, zum Campus haben wir schon verhandelt, bis dann das Polytechnikum selber gesagt hat, na bitte nicht, gell? Solche Räume, wie wir derzeit zur Verfügung haben, werden wir nie wieder kriegen. Wir würden lieber an dem Standort bleiben. Dann Volksschule,
Volksschule ist immer ganz ein eigenes Thema. Volksschüler gehen ja sozusagen in die Selbstständigkeit. Da ist ja ganz wichtig, dass der Schulweg schon mit dazugehört. Das heißt, die Volksschulen seien, und das glaube ich nicht so schlecht in der Stadt, immer versucht, wenn's so zu platzieren, dass auch die Schulsprengel für die Volksschulen so sein, dass sie auch noch fußläufig erreichbar sein. Da kann ich jetzt auf die Schule Süd, zum Beispiel die Schule Süd, wo der Direktor Schrott ist, der Sprengel, der geht Schlossgasse, Alleestraße, also dieser ganze Teil. Da haben wir dann auch an der Nordschule gelernt, über all diese unterschiedlichen Orte, die wir untersucht haben, dass du mit einer Schule ein extremes Verkehrsaufkommen hast, dass du immer auch schauen musst, dass du sozusagen die Volksschüler als die kleinste Gruppe sozusagen ein bisschen einen geschützten Raum geben musst. Das haben wir ja in der Nordschule oben jetzt versucht zu entflechten. Die Volksschüler haben einen eigenen Eingang, die nächst größer sind. Das Verkehrsproblem, wenn ich kurz unterbrechen darf, bleibt dort oben natürlich schon bestehen. Ja, bleibt bestehen, aber zum Beispiel beim Konviktareal Gymnasium, wer einmal da in der Früh beim Gymnasium draußen war, weiß schon, was da draußen jetzt los ist. Wenn du jetzt nur mal 400 Schüler in dieses Areal gibst, dann glaube ich, war zumindest die Untersuchung und darum auch der einstimmige Beschluss von allen, die dabei waren, da machst du, das kollabiert da draußen. RGO war auch ein Thema, das wir untersucht haben. Das ist natürlich immer eine monetäre Geschichte. Also der Grundpreis ist da, ja, ist da weit weg von dem, was man sich also wirtschaftlich tatsächlich leisten kann. Aber auch da bist du wieder an demselben neuralgischen Eck, wo sozusagen das Gymnasium die Zufahrten und Abfahrten hat, vor allem in der Früh, weil ja alle zugleich kämen. Und in letzter Konsequenz war es dann auch ein Wunsch, tatsächlich der Schulen vor Ort zu bleiben. Und das hat mich selber überrascht, weil wenn man sich die Räumlichkeiten, und das ist für die Schule Süd und Michael Gamper dasselbe, diese Schulen, diese Räume sind alle konzipiert auf Klassen mit 36 Schülern. Also das sind große Räume, viel Luft. Und wir haben uns ja bei der Schule Nord auch mit diesen neuen Richtlinien beschäftigt, für die es dann auch die Förderungen gibt. Und die Räume sind viel kleiner, weil das sind Ausklick auf 25 Schülerinnen und Schüler. Und das Polytechnikum hat das ja erlebt, wie es dann die Räume gesehen hat und hat dann gesagt, na bitte, solche Räume kriegen wir nie wieder. Und da war dann ein ganz der klare Wunsch, oben zu bleiben. Und es ist ja auch dieser ganze wettbewerbliche Dialog. Und das, glaube ich, ist auch wichtig für alle zukünftigen Schulprojekte, dass das ja mit den Nutzerinnen gemeinsam entwickelt wird. Bei der Schule Süd möchte ich jetzt nur noch ein Thema sagen, es hat mich überrascht, aber Wahlkampf, da kämen viele Themen auf, die man sich anschauen muss. Da möchte ich nur einwerfen, dass wir uns ja im Eichholz draußen gerade eigentlich einmal einen Baustopp verordnet haben. Wir machen ja diese Wohnbedarfsstudie, weil wir da draußen in den letzten Jahren unglaubliche Kubaturen verbaut haben. Alles Wohnungen natürlich. Alles Wohnungen, aber die argumentiert ja jetzt, das müsste sozusagen die Infrastruktur in diesem Bereich auch nachziehen. Ja, also da kann ich nur sagen, da bin ich halt auch dafür, dass wir das mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort machen. Leid geprüft, wir haben ja jetzt wirklich intensiv versucht, da draußen das Café zu machen, weil wir das wissen, dass wir da Infrastruktur brauchen. Dann Ärztin als Infrastruktur, und ich darf nur erinnern, diese Ärztin, die 5 Parkplätze für diese Einheit, hat nicht wirklich Freude in diesem Siedlungsgebiet gemacht. Also ich schließe per se einmal gar nichts aus, aber ich bin dafür, dass man solche Dinge, vor allem weil es da um viel Geld, also Nordschule sind wir bei 17 plus 5 Millionen mit den Kostensteigerungen, das sind schon Summen, dass man sich das wirklich genau anschaut und dann auf Fakten basiert entscheidet, ist das richtig, ist das nicht? Und bei der Schule Süd, Gamper, muss man sagen, ganz Amlach, die Amlacher Kinder sind ja bei uns in der Schule Süd. Auch das, glaube ich, muss man dann einmal sozusagen besprechen, vielleicht auch mit dem neuen Bürgermeister. Wie schaut es mit den Schülern in Amlach aus? Haben die bis jetzt noch einen Kindergarten? Hat der was in Planung? Also das sind ganz viele Parameter, die man da mit einbeziehen muss. Klarerweise ist durch einfach dein Amt das Fachwissen und auch die Datentiefe sehr, sehr gut da. Wir jagen trotzdem durch die nächsten Themen ein bisschen flink durch, damit wir noch ein paar Sachen ansprechen können. Was würdest du denn dem Franz Theuerl und der Ursula Strobel auf den Vorwurf antworten, dass es die Kultur in Lienz stillsteht und dringend wiederbelebt werden muss? Also erstens haben wir mit unserer Kulturamtsleiterin, mit der Claudia Funder, glaube ich, einen absoluten Glücksgriff gehabt. Also die hat sensationelles Kulturprogramm gemacht, verjüngt,
auch, aber trotzdem auch noch sozusagen Klassik, Barockmusik. Also wir haben einen wunderschönen Bereich gehabt und jetzt darf ich ein bisschen pointiert und vielleicht ein bisschen böse sein. Der jetzige Kulturausschuss-Obmann war bei jeder Veranstaltung der Kultur. Ich frage, wie oft war die Frau Strobel, die sich jetzt die Kultur auf die Fahnen heftet bei den Veranstaltungen der Stadt in der letzten Zeit, wo die neue Kulturamtsleiterin diese Funktion übernommen hat? Dass einerseits die bildende Kunst etwas unterbelichtet sein könnte und andererseits natürlich auch wieder Infrastruktur ein Thema ist, nämlich der Stadtsaal passt zu diesem Thema. Ich verkürze es extrem. Stadtsaal, aus deiner Sicht Sanierung oder Neubau? Und du könntest es ja in der Hand haben. Also vielleicht einleitend, wer beobachtet, wie was gemacht worden ist in der Stadt, sieht, dass ich schon eine Freundin dessen bin, dass man bestehende Kubaturen nutzt. Einfach aus diesem stark zitierten Begriff der Nachhaltigkeit, das war schon beim Dolomitenbad so, wo wir uns die Betonstruktur angeschaut haben und dann überlegt haben, was kostet das, das alles abzureißen, das zu deponieren, kann man das nicht nutzen. Das ist eigentlich etwas, kommt vielleicht auch, wie ich aufgewachsen bin, da hat man halt einfach nur das, was man gehabt hat, versucht zu verwerten und nicht gleich alles weggeschmissen. Beim Stadtsaal ist es so, dass die Verhandlungen mit den Besitzern durchaus herausfordernd sein und das hat Gemeinderat Steininger dann einmal in Angriff genommen, also da ist halt einfach ein Eigentum da, aber meine Vision, mein Wunschtraum, wenn sich die Euro-Millionen über die Stadt ausschütten würden, wäre durchaus andere Standorte zu prüfen. Für mich ist momentan ein naheliegender, heißt aber nicht, dass das wirklich auch der klügste ist, wenn man zum Heizhaus, der meiner Meinung nach eine ganz eine coole Location ist, wo wir jetzt ja schon ganz viel machen, da im Anschluss dran einen Veranstaltungsraum konzipieren könnte. Man hätte die Parkplätze vor Ort, man hat mit der Unterführung jetzt auch die direkte Anbindung in die Innenstadt für die Gastronomie, ganz wichtig. Man hat kein Lärmproblem. Also das wäre sozusagen etwas, was ich mir wünschen würde. Wir sind aber derzeit bei Themen, die nicht sozusagen Wunschkonzerte sein, sondern die Notwendigkeiten sein. Sehr klar. Das größte, notwendigste und wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte auch drängendste Problem heißt Verkehr. Ich weiß, dass das eine eigene sozusagen Diskussionsrunde wäre. Trotzdem gibt es eine aktuelle Entwicklung, die grüne Landesrätin Ingrid Philippe hat erst vor 2 Tagen relativ lapidar kundgetan, dass ein Lkw-Fahrverbot für Transit-Lkw auf der B100 nicht in Frage käme, weil zu wenige dieser Lkw noch durch die Gegend fahren. Wie ist da deine Reaktion? Also die war zuerst einmal tatsächlich unglaublich, weil die tatsächlich mit, nicht, glaube ich, nicht nur meinem, sondern mit der Wahrnehmung von uns allen in Diskrepanz steht. Und ich habe natürlich auch, nachdem ich das gesehen habe, mal gleich Kontakt aufgenommen, natürlich mit Fridays for Future, mit dem BHAM und natürlich auch über den mit dem Professor Emberger. Also meine Analyse, aber ohne jetzt noch, entschuldige mich auch, ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, wirklich das im Detail durchzuarbeiten. Wann haben Sie gezählt, wie haben Sie gezählt, vor allem wie haben Sie bestimmte Lkw bewertet? Zugeordnet, es gibt ja auch große Speditionen in Lienz, die sozusagen Ziel- und Quellverkehr simulieren. Ja, oder eine große Frage ist auch, das waren ja automatische Zählstationen, was ist jetzt, wenn ein Lkw zum Beispiel Pause macht? Also das sind so intern, aber die werden derzeit gerade geprüft, aber was ich da vor allem kritisiere, ist, dass das sozusagen eine rückwärtsgewandte Zählung war. Erstens war es, geht gar nicht anders in einem Covid-Zeitraum, ist so. Und zweitens ist wieder mal, und das finde ich extrem schade und das überrascht mich auch bei der Landesrätin Philippe oder Landeshauptmann-Stellvertreterin, weil es geht ja eigentlich um die zukünftige Entwicklung. So ist es. Weil wenn man weiß, dass Kärnten und Villach sich als Drehscheibe positionieren will des Güterverkehrs, der Trockenhafen dort entstehen wird, wenn man auf der anderen Seite weiß, was da in Südtirol Raffiner jetzt mit der Olympiade an Megaprojekte vorhat, dann ist das meiner Meinung nach zu kurz gegriffen, so
sozusagen in die Vergangenheit und noch dazu in die Covid-Vergangenheit zu schauen. Und da ist ganz klar, also das wird so nicht der Schlusspunkt sein, sondern da wird es massiven Widerstand geben. Es ist allerdings so, dass wir wirklich jetzt dabei sein, auf allen Ebenen diese Studie einmal genau zu hinterleuchten, die Rohdaten zu hinterleuchten. Und ganz klar ist, da muss es, und wenn es Tiroler in Villach ist, wo wir dann natürlich auch wieder massiven Handlungsbedarf im Bereich Südtirol haben, aber da gibt es eine ganz enge Verbindung. Also auf jeden Fall lasst ihr das so nicht. Nein. Es ist essentiell für die zukünftige Lebensqualität, nicht nur in Lienz, nicht nur im Talboden, sondern im gesamten Bereich. In aller gebotenen Kürze zukünftige Lebensqualität. Auch die Sportstätten sind natürlich in Diskussion. Ihr selber habt die Eishalle ins Spiel gebracht. Franz Theuerl hat wenig überraschend die Kletterhalle ins Spiel gebracht. Was hat eigentlich dich und den Sportstadtrat Schatz daran gehindert, in den letzten Jahren, sag ich jetzt mal, ein Konzept für ein integriertes Sportzentrum im Süden der Stadt so auszuarbeiten, dass man irgendwie eine Vision hat, wenn die Euro-Millionen rollen, könnten wir sozusagen dominosteinartig da etwas bauen. Das gibt es nicht, und das wäre aber jetzt vielleicht ganz nützlich gewesen. Ja. Also, dass es das nicht gibt, stimmt nicht, okay. Sondern das ist, wir wissen das, weil das ist ja das mit den Euro-Millionen, da nutzen uns jetzt die Euro-Millionen auch nichts, gell, weil das sind Infrastrukturen, der Eislaufplatz ist ja schon, wahrscheinlich fast 10 Jahre über der normalen Lebensdauer. Also da, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da leisten, dass der noch bespielbar ist, das wissen wir. Die klare Untersuchung war, und das hat der Sportausschuss auch getan, es waren ja einige Plätze für diesen Platz in Diskussion. Einmal war es sogar im Stadion, dann war mal ein Thema, da wo der Beachvolleyballplatz ist, im Schwimmbad. Letztendlich hat man sich dann darauf geeinigt, dass das im Anschluss an die Tennishalle passieren soll. Also das ist eigentlich im Ausschuss schon klar positioniert worden. Da war jetzt meine Aufgabe, und das war eine herausfordernde, die notwendigen Flächen sicherzustellen. Aber die würden jetzt in dem Fall, wenn es nach euch ginge und so wie das im Vorwahlkampf präsentiert wurde, dann wären ja das jetzt quasi Flächen für eine Eishalle. Gleichzeitig ist aber jetzt fast das emotional Thema noch aufgekocht mit dieser Kletterhallengeschichte, wo man vielleicht, wir brauchen nicht darauf eingehen, es wird zu weit führen, sagen kann, es gibt sozusagen noch keine Festlegung für keinen Standort, worauf ich eben aus will. Das ist eigentlich, das hat der Alexander Kröll eingebracht, auch da in die Diskussion, dass man schon Lienz sozusagen aus Synergiegründen forcieren könnte, dafür aber quasi ein Sportareal wirklich als Ganzes konzipieren müsste. Ja. Kann das ein Ansatz sein? Ja, und das war ja auch schon der Ansatz, jetzt unabhängig von der Kletterhalle, weil die ja sozusagen immer nur so lapidar nebenbei gelaufen ist mit allen unterschiedlichen Projekten. Aber für uns in der Stadt war schon klar, in dem Moment, wo wir gesagt haben, Eislaufplatz oder Halle, die Halle hat sich ja auch wieder aus dem Standort außer ergeben, nicht im Neuverhältnis zu den vielen Wohnungen, dass man dieses gesamte Areal da draußen mit der Tennishalle, mit dem Eislaufplatz, auch mit der Wärmerückgewinnung, auf das hat man sich geeinigt. Und dann hat man natürlich gesagt, da brauchen wir aber jetzt schon allein, wenn man sich die Zufahrt anschaut, die jetzt zur Tennishalle geht, sei mal sehr eng, was im Eigentum der Stadt ist. Und da war jetzt tatsächlich, man möchte es fast nicht glauben, aber wir haben jetzt müssen Gründe ankaufen, um Tauschgründe zur Verfügung zu haben, zu verhandeln mit dem Grundbesitzer, wie viel können wir Grund überhaupt sozusagen in das Eigentum der Stadtgemeinde übernehmen. Und wenn du diese Fläche arrondiert hast, und soweit sind wir jetzt, also wir haben jetzt die letzten Verhandlungen gehabt, ich habe jetzt alle Tauschgrundstücke beieinander, dass man sozusagen jetzt in dem Verhältnis tauschen könnte. Und dann muss man schauen, wie, und das ist jetzt tatsächlich Planung, Tennishalle ist in einem schlechten Zustand, muss neu gemacht werden. Das heißt, das ist jetzt der nächste Schritt. Wir haben uns geeinigt, Standort draußen bei der Tennishalle. Wir haben gewusst, wir brauchen mehr Grund, um da draußen überhaupt agieren zu können, auch mit Parkplätzen, weil du brauchst die Zufahrt. Wir haben uns geeinigt, habe ich gedacht, habe jetzt wieder ein bisschen gehört, dass das anders ist, dass wir eine Halle brauchen, wegen der Anwohner. Und jetzt geht es darum, wirklich zu schauen, wie bringt man das zusammen? Tennishalle, Eislaufplatz, eventuell Kletterhalle und dann sozusagen die Synergien zu finden. Gastronomie, ja. Wärmerückgewinnung aus den anderen Geschichten. Ja. Da brich ich jetzt ab, weil du es in den Mund genommen hast. Das war eigentlich der Punkt, wo ich hin wollte. Also du hast jetzt eigentlich nicht ausgeschlossen, dass die Kletterhalle
wenn es dann passt, doch in Lietz. Nein, aber das hat überhaupt, aber das ist ja auch, ich war ein bisschen, ich war überrascht über diese Berichterstattung, ehrlicherweise, weil es gibt eine ganz klare Vorgabe vom Land. Eine Klettehalle im Bezirk, der Gesamtbezirk. Wir haben es berichtet, also das kann man bei uns alles authentisch und auch richtig nachlesen. Ja, und genau darum geht es, dass man dann einfach im Planungsverband unter alle Bürgermeister einstimmig, wirklich einstimmig, auch sozusagen unter Einbeziehung des DVB, sogar das war im Beschluss, sich dann anschauen muss, die einzelnen Grundstücke, die einzelnen Möglichkeiten und da dann auch wieder gemeinsam einen Beschluss macht und den braucht es fürs Land, wo ist der geeignete Standort. Ich gebe aber auf und zu, dass ich da auch, und das war immer meine Prämisse, auch mit dem Planungsverband, sonst wäre die exzellente Zusammenarbeit nicht gegangen, dass ich da auch immer horch, was sind die Interessen der anderen und da abwägen kann, was ist gescheit. Und jetzt sage ich was, da draußen, wir sind in dem Areal mit der Tennishalle, unten wäre es ideal. Aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel Amlach ein grenzgeniales Grundstück zur Verfügung stellt, das man fußläufig kann? Wir werden das nie fertig bringen. Fragezeichen. Auf jeden Fall, also nicht ganz uninteressant, es könnte eine Kletterhalle auch mit dir in Lienz natürlich stehen, wenn alle Rahmenbedingungen. Natürlich. Darf ich da noch was dazu sagen, weil das ist ganz zentral. Ja. Die große Problematik bei dieser Kletterhalle ist nicht der Bau, ist nicht ist sozusagen, das sondern das Betreiben. Wie immer. Wie immer. Und, genau, und das hat ja auch den Planungsverband, nämlich alle Bürgermeister, überzeugt, dass der Alpenverein, der als Betreiber, glaube ich, die Kompetenz hat, auch ganz klar gesagt hat, in seinem Konzept geht es vor allem um einen Betrieb, der kostendeckend sein kann. Und das ist für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister natürlich zentral. Das ist die Herausforderung. Weil wir haben kein Geld, um sozusagen in eine defizitäre Kletterhalle zu zahlen. Dann tauche ich noch ein bisschen in die Politik ein. Zum Abschluss, 2-3 Minuten haben wir noch. Paul Meraner, Franz Theuerl, Ursula Strobel, Katrin Jäger, sind die gemütlichen Zeiten im Gemeinderat vorbei? Also gemütlich waren sie jetzt im Lienzer Gemeinderat auch nicht. Da ja, wir haben das immer eigentlich als ganz gemütlich empfunden, mit wenigen Ausnahmen. Also ich muss nur sagen, es hat ja diesen einen Minutentag gegeben über eine andere Ebene und das hat mich sehr positiv gestimmt, weil da waren alle Kandidatinnen und Kandidaten, die ich noch nicht gekannt habe, sehr konstruktiv, sehr gut vorbereitet, sehr an der Sache interessiert. Also und mei, ich bin schon so lange im Geschäft, also ich denke, wir werden viel Freude haben im nächsten Gemeinderat. Ihr Journalisten übrigens auch. Also wir fürchten uns schon ein bisschen davor, weil wir Angst haben, dass wir dann nicht um 10 Uhr haben, sondern erst um Mitternacht, wie es früher gelegentlich auch davor war. Da war es bis 3 in der Früh zu Zeiten. Das kann man eh gleich weiter spinnen. Also es macht ja aber noch Spaß. Ja, voll. Und ich denke ja, das ist ja auch etwas, was ich schon als Vizebürgermeisterin genossen habe, wo man noch bis 3 in der Früh gesessen sind. Ich liebe den politischen Diskurs. Okay. Ich mag das gern, mich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Ich mag auch die politische Rhetorik. Ich habe das auch bei meinem Vorgänger, beim Hannes Hiebler, immer sehr geschätzt, mit ihm sozusagen in diesen politischen Streit zu gehen, weil das, glaube ich, auch was Wichtiges in einer Demokratie ist. Sozusagen dieser Diskurs, diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, das ist etwas, was mir Freude macht. Den wird es nach der Wahl auch in einem anderen Gremium geben, nämlich ich vermute im Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz. Die nächste Frage lässt sich mit Ja oder Nein beantworten. Es ist zu vermuten, dass sich der bestehende Obmann Andreas Köhl wieder bewerben wird um dieses Amt. Wirst du das unterstützen, ja oder nein? Also dieses Gespräch haben wir ja schon einmal gehabt. Da habe ich dir gesagt, dass ich jetzt einmal Bürgermeisterin werden will, dass wir uns dann anschauen werden, welche anderen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dann in diesem Amt sein. Es gibt ein paar ganz interessante Kandidatinnen und ich kann mich da einfach den Worten des Alexander Kröll anschließen, was ich gern tue. Wir werden ganz sicher alle 33 gemeinsam das Beste für das Krankenhaus Lienz entscheiden und für die Versorgung der Bevölkerung. Dann sage ich danke für das Gespräch. Bitte gerne. Ich wünsche auch dir viel Glück und Erfolg bei der Gemeinderatswahl und bei der Bürgermeisterinnenwahl. Ja, danke vielmals. Kann ich brauchen. Ja. Danke.